Willkommen zurück bei The Long Dark. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Es ist nämlich schon fast mitten in der Nacht. 21.23 Uhr. So. Ich muss mal kurz ins Inventar schauen. Genau, wir trinken erstmal einen kleinen Schluck. Und wir sehen, die Durstanzeige, das geht jetzt nochmal deutlich weiter zurück als vorher, denn mittlerweile ist der Patch 1.3.6 draußen. Und wir gehen mal kurz schlafen bis morgen früh. Der Patch hat wieder ein paar Neuerungen bei sich. Einmal wieder ein paar Performance-Sachen wurden gemacht. Und ein paar Sachen, was die Wölfe angeht. Die Wölfe, die fliehen jetzt nicht mehr ganz so oft, wenn sie uns sehen. Das wurde das letzte Mal eingeführt, dass die jetzt hin und wieder mal fliehen, wenn die uns begegnen. Das haben sie jetzt wieder ein bisschen geändert. Oh, wir trinken nochmal was, bevor wir loslegen. So, dann wurden ein paar Sachen noch geändert an den Kalorien, die verbraucht werden. Da gab es ein paar Anpassungen. Die Haltbarkeit der Gegenstände hält jetzt ein bisschen länger. Ja, wir haben noch ein bisschen Hunger, da essen wir nochmal was. Moment, wie viele Kalorien haben wir? Wo ist es da unten? 1300, da essen wir das nicht. Dann nehmen wir das hier. Einen Dosenöffner haben wir. So, dann wurden ein paar Anpassungen an den Gegenständen vorgenommen, die wir finden können. Und noch vieles mehr. Und so ziemlich jede Woche kommt jetzt erstmal ein kleineres Update vom Spiel. Hier und da ein paar Anpassungen. Und ein paar Gameplay-Sachen, allerdings auch Performance-Patches. Und ich überlege gerade, was wir jetzt in diesem Durchgang schon alles gemacht haben. Wir haben das Haus am See als Lager. Dann haben wir dort die Häuser schon durchsucht, die kleinen Hütten noch nicht. Und jetzt haben wir uns allerdings erstmal mitten im Wald irgendwo befunden. In der anderen kleinen Hütte, in der, glaube ich, auch nicht so viel zu finden war. Ach, genau. Wir sind hier auf der Suche nach unserem Gewehr, denn das hatten wir nicht gefunden beim Jägerhaus. Das liegt jetzt irgendwo anders. Und hier hatten wir am Anfang schon eine Begegnung mit einem Wolf. Ja, jetzt macht's wieder Klick. Ich weiß, wo wir sind. Da hinten ist schon der nächste Wolf. Da machen wir mal einen kleinen Bogen drum. Aber allerdings, hier vorne waren wir auch schon. Genau. Hier fing ja die... Nee, das haben wir noch nicht durchsucht. Kann jetzt am Patch liegen, dass sich die Gegenstände nochmal neu aufgeteilt haben in der Spielwelt. Obwohl das ein älteres Savegame ist. Also vom Patch 1.2.7 noch. Der neue ist 1.3.6, der kam heute raus. Heute ist der 2.10. Und da schauen wir uns mal ein bisschen um, ob wir noch was finden. Dann wurden noch ein paar Sachen verändert an der Munition. Die findet man jetzt auch öfter oder mehr noch in Max' Haus. Ne, das war verkehrt. Verzeihung, in Trapper's Homestead, so heißt die kleine Jägerhütte, da hatte ich mich gerade vertan. Und dann kommen wir gleich genau zu den drei Hütten, ne, das sind keine Hütten, das waren ja diese Trailer, am Holzfällerlager. Und da schauen wir mal rein. Ach,
Wir haben jetzt zwei Dixie-Klos spendiert bekommen. Das muss neu sein. Die gab es doch vorher noch nicht, oder? War ich so blind und hab die nie gesehen. Nee, die sind bestimmt neu. Dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir noch mal was. Nee, das sieht nicht so aus. Halt, hier liegt doch noch was. Nochmal ein Dosenöffner. Weiß nicht, ob wir den beim letzten Mal übersehen haben oder ob der jetzt neu dazugekommen ist. Dann wurde der Loot am Staudamm verbessert. Da kann man nochmal ein bisschen mehr und bessere Sachen angeblich finden. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Werden wir sicherlich bald nochmal nachschauen. Allerdings würde ich da halt erst gern hingehen. Da steht noch ein Kanister, den brauchen wir nicht. Würde ich da erst gern hingehen, wenn wir halt auch das Gewehr haben. Aber wo finden wir das? Ich klapper hier jetzt halt nochmal alles ab. Wie gesagt, es gab einen neuen Patch und da könnte es sein, dass wir dann trotzdem nochmal was finden. Es ist allerdings alles leer und so rumstehen tut hier auch nichts. Genau, das ist alles leer. Langsam wieder ein Schneesturm auf. Ich überlege gerade, wo wir hin könnten, um nach dem Gewehr zu suchen. Natürlich einmal im Staudamm. Klar, da könnte es sein, dass das Gewehr dort ist. Es gibt noch zwei Hochstände, wo die Jäger drin stehen und die Tiere schießen, die haben wir noch nicht durchsucht. Ich weiß, wie wir zu einem kommen, weiß jetzt allerdings aus dem Kopf nicht genau, wie wir zu dem anderen kommen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall mindestens zwei gibt. Moment. Wenn wir auf dem Bahngleis laufen, Richtung Staudamm, da kommt irgendwann eine Brücke, dann ist dahinter links der Staudamm und rechts müsste es dann zu einem Jägerstand gehen. Hochstand, keine Ahnung, ob es dafür einen genauen Fachausdruck gibt. Und wir haben natürlich auch noch die beiden umgestürzten Waggons hier mitten auf der Strecke, die haben wir auch noch nicht durchsucht. Hier waren wir schon. Daher gehen wir einfach mal hier hinten weiter. Da müssten die beiden umgestürzten Waggons kommen. Oder ist das die Richtung zum... Oh, okay, das war bloß ein anderes Tier. Kein Wolf. Oder ist das der Weg zum Tunnel? Bin ich mir gerade nicht sicher, wir sehen auch nicht viel. Allgemein wurde nochmal ein bisschen an der Dichte der Wölfe geschraubt. Nicht, dass die dicht wären und getrunken haben, sondern einfach bloß, dass die Masse an Wölfen, die zu finden sind, also die einem begegnen können, das wurde nochmal ein bisschen angepasst, in welche Richtung. Habe ich zumindest nicht gelesen, ob mehr oder weniger. Jedenfalls beim letzten Patch bei 1.2.7, da war es so, dass sie die Anzahl der Wölfe herabgesetzt haben, also nehme ich mal stark an, dass die wieder ein bisschen angehoben wurde, dass es vielleicht wirklich zu wenig war. Ach genau, und jetzt sind wir hier. Dann war da hinten irgendwo der Staudamm. Dann haben wir hier die beiden umgestürzten Waggons. Dann sehen wir uns mal kurz hier um, denn irgendwo muss hier auch noch ein Wolf sein. Okay, da haben wir ein paar Streichhölzer. Noch eine Zeitung. Und wir nehmen jetzt einfach mal die 0,7 Kilogramm mit. Und auch das wurde ein bisschen reduziert, die Kalorien beim Herstellen von gewissen Dingen. Und beim Auseinandernehmen von Sachen, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel Kalorien. So, was haben wir denn noch? Ich schau mal kurz hier um die Ecke.
Die Sicht klärt wieder ein bisschen auf, das ist gut. Aber wir sehen auch erstmal keinen Wolf. So, die Vögel hier oben, die zeigen uns wieder an, dass hier drinnen noch die Leiche liegt. Da waren wir auch noch nicht. Gehen wir wieder in den Waggon. Genau. Hier vielleicht irgendwo das Gewehr. Nein, dafür nochmal ein paar Handschuhe, ein Energieriegel und nochmal ein Hunting Knife. Nochmal. Das müsste doch dann, glaube ich, schon das vierte sein. Okay, dann ist die Sache hier auch leer. Wir kommen nicht direkt wieder drauf. Oh, da hing ich gerade fest, da müssen wir erst runter. Ah, okay, das hier oben war bloß ein Schatten von einem der Vögel. Ich dachte, ich habe da schwarzes Fell gesehen. Okay, wie viel wiegen wir denn? Ich würde mal kurz nachschauen. Wir sind ein bisschen überladen. Nur ein klein wenig, aber da wir hier vorne dann gleich unsere Hütte haben, zu der wir jetzt auch erstmal hingehen und auch nochmal ein bisschen Sachen wegpacken, ist es nicht so schlimm, wenn wir die paar Meter normal laufen müssten, falls die wieder nicht rennen kann. Aber die Kalorien sinken. Nur noch 388. Und das wurde auch nochmal ein bisschen angepasst. Wenn man unterwegs ist und man läuft und rennt, da wurde der Kalorienverbrauch auch nochmal angepasst. Sehen wir hier noch irgendwas? Da vorne ist zum Beispiel schon wieder einer. Den lassen wir auch erstmal in Ruhe. Okay. Dann marschieren wir. Oh, da hinten ist noch einer. Gleich zwei in einem Bild. Das hatten wir auch lange nicht. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. So, dann sind wir erstmal wieder im Unterschlupf angekommen. Und hier hatten wir auch schon irgendwas gelagert. Genau, da ganz oben. Da wollte ich rein. Ganz oben hatten wir noch Wasser drin. Ich gehe mal kurz hoch. Möchte da nochmal nachschauen, was wir da... Der hier ist schon leer. Genau. Was wir hier noch gelagert haben. Gar nichts. Hier hatten wir noch irgendwas drin. Genau. Hier hatten wir so ein paar Sachen. Da können wir gleich nochmal was ablegen. Ich nehme von jedem einen mit. So, die ganzen Can-Opener, die lassen wir hier ein. Nehmen wir bloß mit. Dann noch, ja komm, zwei Fackeln können wir mitnehmen und vier Hunting Knives haben wir dabei. So, das war's. Das ist voll, da kriegen wir keins mehr rein. Dann packen wir drüben noch ein bisschen was rein. Hunting Knife, wo seid ihr? Hier. Dann nehmen wir das mit der höchsten Haltbarkeit. Leder. Nee, komm, das packen wir nochmal zurück. Da können wir gleich mal nachschauen, ob wir schon was reparieren können. Aber ich glaube, wir haben noch gar kein Nähkästchen gefunden. Kann das sein? Da schauen wir doch mal eben nach. Haben wir schon ein Nähkästchen? Haben wir nicht. Okay, dann können wir auch das Leder wieder zurücktun. Wo war es denn? Hier ist es. Alles drei. Genau. So, hier ist wieder kalt. Kalorien haben wir noch. Ein bisschen überladen sind wir. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Kleidung auseinander. So, einmal die Socken. Weg damit. Und dann hatten wir doch noch was. Wir hatten doch noch ein paar Handschuhe. Genau, die nehmen wir auch gleich noch auseinander. Irgendwo wird sich schon ein Nähkästchen auftreiben lassen. Haben wir noch was? Genau, wir haben noch mal Unterwäsche. Die schnibbeln wir auch gleich auseinander. Und das war's. Und dann packen wir... Das können wir vielleicht hier drüben mit reintun. Wir haben doch gerade noch mal Stoff bekommen. Passt das alles hier rein? Nee. Da passt nichts mehr rein. Da packen wir das hier mit rein.
Und hatten wir nochmal Leder bekommen? Nee, gut. Okay, dann war es das erstmal von mir wieder. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.